liebe Narrenscheide, sehen, es geht am laufenden Band. Große Ereignisse werfen ihre Möbel auf die Bühne. Wir finden uns hier vor einem Zeitungsstand. Wir werden einen Zeitungsverkäufer erleben und einen Leser. Wollen wir die Reihe lassen? Ja. Und nicht, ja, das ist doch kein Kasper-Theater, das ist eine Sitzung. Sind wieder so viele Fremde da, ja? Wollen wir noch einmal probieren? Wollen wir die Reihe lassen? Ja. Genau so wollten wir es haben, bitte sehr. Morsche beisammen. Also wie Sie ja hier sehen, das ist mein Zeitungsstand hier. Im Grunde genommen nichts anderes als ein Lebensmittellade. Das hier ist die Obst- und Gemüseabteilung, die sogenannte bunte Presse. Das hier ist die Frischfleischabteilung, wie Sie sehen. Das sind meistens nicht mehr als 6 Zeitschriften. Hier in der Mitte, das ist also die Käseabteilung, die sogenannte Boulevardpresse. Komm, Marsche. Sie sehen, ich hab's furchtbar eilig. Ja. Yeah. Im Rathaus drüben ist ein Wasserrohrbruch. Da müsste ich ganz schnell hin. Mhm. Aber ohne meine Zeitung mache ich nichts. Geben Sie mir die erste Mal. Dankeschön. Ja. So, also wenn ich mir das so betrachte, das hätte sich der Springer vor 3 Jahren auch noch nicht träumen lassen, dass er seinem 40-Spenningsplättchen da mal eine Regierungszeitung wird. Das glaube ich auch. Heute können Sie mir mal ein Dings dazugeben. Ein Dings? Was wollen Sie? Wollen Sie vielleicht ein Dingsbums oder ein Dummbumsdings? Die Dinge reichen mich so auf. Ich behalte lieber die da. Die da? Ja. Die kriegen Sie halt geschenkt. Die Bild-Zeitung geschenkt? Ja. Das ist ein reeller Preis. Also sind Sie doch nicht so fürchterlich kritisch. Das ist gar nicht so einfach, so ein Blatt zu machen. Nein, einfach ist das nicht. Das so platt zu machen. Ja, sagen Sie mal, was glauben Sie dann eigentlich, wie so eine Zeitung gemacht wird? Na ja, also ich denke... Schon verkehrt, schon verkehrt. Ich denke, dürfen Sie viele müssen, was die Leute lesen wollen. Aber ich würde Ihnen mal was Seriöses empfehlen, zum Beispiel die FAZ. Allein der Leitartikel. Steht lieber, als man Freud-Artikel lese, wie Alsford Leitartikel. Einmal im Ernst, da ist alles so richtig schön geordnet. Zuerst die wichtigste Nachrichten, dann die politische Analyse. Sie meinen wohl die politische Analyse? Ach so, ja. Sehen Sie, mit sowas belästigt mich die Bild-Zeitung gar nicht erst. Also, ich habe das Gefühl, Sie verstehen aber wirklich überhaupt nichts. Ich glaube, Sie wissen ja noch nicht mal, was Politiker heißt. Was sollen Politiker heißen? Also, ich versuche es Ihnen mal zu erklären. Poly kommt aus dem Griechischen und heißt viel. Und wer einen Tick hat, der spinnt ein bisschen. Also heißt Politik viele Verrückte und Politiker ist die Steicherungsform. Aber sagen Sie mal, warum halten Sie dann die Hand auf, wenn ich Politiker sage? Können Sie mir noch viele Politiker nennen, die die Hand nicht aufgehalten haben? Höchstens die Grüne, habe ich gehört, aber die sollen sich schon schwarz geehrt haben, weil sie zum Spendeverteilen zu spät gekommen sind. Jetzt verstehe ich auch, warum der eine Grüne letzt zu dem anderen Grüne gesagt hat, I flick mich am Brauritsch. Ja.
habe in der Sache gelesen, die Grüne wollen jetzt produktiv werden. Die Grüne und produktiv. Das ist interessant. Ja, haben Sie das nicht gelesen? Nein. Die wollen jetzt rotieren. Und wenn sie schnell genug rotieren, dann kann man sie wenigstens als Ventilator einsetzen. Haben Sie auch gelesen, dass die Knackigkeitsgrenze in der Bundeswehr jetzt schon bei 45 Jahren liegt? Ja, habe ich gelesen. Mein Sohn hat sich schon darauf eingestellt. Und wie soll das gehen? Oh, der macht's Abitur, dann ist er 21, dann fängt er an, Medizin zu studieren. Im letzten Semester steigt er um auf Chemie. Das dauert ja ewig. Och, nicht ganz. Wenn er mit Chemie fertig ist, ist er 44, dann geht er zum Bund und wird mit 45 pensioniert. Haben Sie das auch gelesen aus aller Welt da drüben? In Amerika soll es jetzt schon die erste arbeitslose Roboter geben. Das ist doch prima für die Umwelt. Die kriegen das Arbeitslosengeld in Altöl ausgezahlt. Sagen Sie mal, gucken Sie auch ab und zu in die Heiratsanzeige? Natürlich. Bis jetzt habe ich eine einzige ehrliche gefunden. Und? Was steht denn da drin? Ich kann es Ihnen ja mal vorlesen. Grundstück ja. In Baugebiet sucht Bargeldbesitzer mit gutem Ruf. Liebe gelegentlich, aber nicht Voraussetzung. Ja. Unsere Gesellschaft ist ja sowas von großzügig und liberal. Man muss ja halt froh sein, wenn ein Bub ein Mädchen heiratet. Da habe ich aber gerade ein wunderbares altes chinesisches Sprichwort gelesen. Und das heißt, willst du einen Tag lang glücklich sein, dann betrinke dich. Willst du ein Jahr lang glücklich sein, dann heirate. Aber willst du dein Leben lang glücklich sein, dann werde Gärtner. Wissen Sie, was dann ein Riesenglück ist? Ja, freilich, wenn er ein Gärtner ist, verheiratet und jeden Tag voll gesoffen. Ach, was steht denn hier? Julio Iglesias hat bei einem Konzert seine Stimme verloren. Jetzt hat der Iglesias noch Glück. 95% aller Schlagersänger wüsste gar nicht, was er da verlieren sollte. So, hier steht, Streit um Tempolimit dauert an. Was halten Sie dann davon? Ich? Ja. Also im Augenblick ist das für mich noch eine Rechenaufgabe. Gib es mal acht. Wenn ich eine Stunde lang unterwegs bin mit 60, dann habe ich einen sogenannten Schadstoffausstoß von 100%. Ja? Und da steht hier, wenn Sie nur noch 30 fahren, dann ist der Schadstoffausstoß nur noch 80%. Ja, das stimmt, Sie Schlaumeier. Aber überlegen Sie sich mal, wenn ich doch nur halb so schnell fahre, da bin ich doch wohl doppelt so lang unterwegs. Und 2 mal 80% sind doch wohl 160%, oder? So, was steht noch alles in der Zeitung heute? Ah, ein Artikel über Insekten. Über Insekten? Jawohl, über Insekten. Hier steht... Wenn das so weitergeht, verfällt unsere Jugend Insekten. Sie gefallen mir vielleicht. Da geht's doch um Sekten. Nein, da steht Insekten, nicht um Sekten. Mein lieber Mann, Sekten, das sind doch so Glaubensgemeinschaften mit einem Behelfsgott. So einem Guru wie der Bhagwan zum Beispiel. Bhagwan? Ja. Gut, dass Sie mich da erinnern. Brötchen muss ich auch noch holen. Bhagwan, das ist doch der Chef von so einer Sekte. Der will doch die Leute zufriedener machen. Vor allen Dingen sich selbst, gell? Das ist doch der, der seine Anhänger zu Fuß da hinlaufen lässt, wo er mit dem Rolls-Royce fährt, gell? Ja,
Ja, der soll sogar mehr Nobelkarosse haben als unser ganzer Bundesliga-Fußballer zusammen. Und das will was heißen. So, wenn wir gerade beim Fußball sind, hier steht, der Schwede war der beste Kaiserslauterer, der Koreaner war der beste Leverkusener, der Däne war der beste Münchner. Und wo spielen die Deutschen? Da unten steht's doch. Der Deutsche war der beste Italiener. So, und dann habe ich da gelesen, die deutsche Nationalmannschaft wird künftig entweder nur noch aus katholischen oder evangelischen Spielern bestehen. Das darf doch nicht wahr sein. Was soll dann der Blödsinn? Steht hier, der DFB will die Mannschaft von einem Geistlichen betreuen lassen und für 2 Paare hätte sie kein Geld. Aber da können Sie mal sehen, wie die Zeitungen unterschiedlich berichten. Auch sogar über Fußball. In der FAZ steht zum Beispiel, die Mannheimer Jungfußballer werden von Trainer Schlappner optimal motiviert. Schon fallen die Tore. Jetzt geben Sie Acht, wie das in der Mainzer Zeitung steht. Mit Trainer Schlappner sind die Waldhof-Buben doppelt stark. Ergebnis gegen Karlsruhe 3:0. Tja, und wissen Sie, wie das in der Bild-Zeitung heißt? Dank Schlappi bei Waldhof. Bom, bom, bom. Herr Wenser, sicher von denen Tumulte da letztes Jahr in der Bundestagssitzung gelesen habe. Also in der Frankfurter Allgemeinen steht das so: Abgeordneter der Fraktion der Grünen beleidigt Bundestagsvizepräsidenten im Plenum. Tja, und wissen Sie, das steht in der Mainzer Zeitung folgendermaßen: Der grüne Fischer beschimpft Bundestagsvizepräsident Stücklen. Und die Bild-Zeitung schreibt schlicht: Gestern im Bundestag, Fischer zu Stücklen, Doppelpunkt, Arschloch. So, jetzt muss ich fort zu meinem Wasserrohrbruch. Das wird die höchste Zeit. Ich hoffe, Sie haben sich ein bisschen was gemerkt über Zeitungen und kennen jetzt vor allen Dingen wenigstens den Unterschied zwischen einem Sensationsplättchen und Toilettenpapier. Jawohl, dem Sensationsplättchen fehlt bloß die Perforation. Atsche. Liebe Leser, so darf ich mal hier sagen, wir sind eigentlich in dieser Sitzung übereingekommen, die Kooperationen, wo die einzelnen Aktiven herkommen, nicht zu nennen. 10 Kilometer weiter wär's mir das sowieso nicht, das sind das alles Mainzer, so wollen wir es ja auch haben. Aber da sollte man es mal sagen, weil sie vom MCC kommen, der den Beinamen die Rednerschule hat und sich immer den jungen Aktiven besonders annimmt. Das haben sie in dem Fall jetzt vor sich, 2 junge Aktiven, die zum ersten Mal vor der Fernsehkamera stehen. Und ja, das darf ich wohl sagen hier, Horst Seitz und Peter Gottron. Hier ruhig mal sagen, dass Peter Gottron der Sohn ist von dem berühmten Adolf Gottron, der in Mainz ja Fastnachtsgeschichte geschrieben hat. Das soll ruhig hier einmal erwähnt werden und das wollen wir auch durch einen Applaus ruhig mal unterschreiben. Sie haben sich sogar gar nicht aus der Ruhe bringen lassen, gell, während dem Vortrag, wie Ihnen der Brotkorb umgefallen ist beim Backwaren, gell, das ist alles nichts, was nicht so schlimm, aber das ist so richtig Mainzer gebabbelt von den Backwaren, da fällt mir was ein. Ich war die Woche in Mainz im Bäckerladen, habe ich gesagt, ach Herr Bäckermeister, geben Sie mir noch 3 Brötchen. Hat er gesagt, ach, nehmen Sie doch 4. Habe ich gesagt, warum 4? Sie hat, ach, wissen Sie, da haben Sie eins mehr. So ist das bei uns hier in Mainz. Ich darf Sie bitten, mit mir einzustimmen, diesen beiden ein dreifach kräftiges Hello!